Herzlich willkommen, lieber Zwilling, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 30. Januar. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir entfernen uns jetzt von der erdverbundenen Energie des Steinbocks und wenden uns der Luftenergie des Wassermanns zu. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Zwilling. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben über die gesamte Dekade hinweg zunehmenden Mond. Am 21. Januar ist Neumond und ab dem Moment bauen sich die Energien neu auf. Ja, schauen wir mal, wie diese Dekade bei dir ankommt, lieber Zwilling. Eine Karte für dich. Eine Karte für dich, lieber Zwilling, in dieser Dekade. Eine Karte für Zwilling. Möchte sich keine Karte zeigen. Ziemlich introvertierte Energien. War jetzt auch schon öfter. Das ist sie. Ich bin gespannt. Der Herrscher. Ja, du ruhst in dir. Du ruhst in dir. Ja, und bist hier ganz selbstbewusst, ne? Ganz stark. Und präsent vor allem auch. Du lässt dich auch nicht von niemandem aus der Ruhe bringen. Du wirst das Gefühl haben, du hast alles im Blick, alles unter Kontrolle. Es läuft alles nach deinen Wünschen. Sehr viel Stabilität und Festigkeit sehe ich hier. Sehr viel Macht auch. Also in beruflicher Hinsicht ist es eine sehr gute Karte, weil alle deine Vorhaben, deine Projekte werden in dieser Zeit gut klappen, gut funktionieren. Und du könntest hier auch eine Führungsposition einnehmen. Auf jeden Fall den Bereich, über den du bestimmst. Ne? Da wirst du irgendwie sehr selbstbewusst deine Ziele verfolgen und dich auch von niemandem halt aus dem Konzept bringen lassen. Überzeugungskraft sehe ich hier auch sehr stark bei dir. Auch ja, auch im Privaten zeigt sich hier auch einfach sehr viel Optimismus, Selbstvertrauen, dass du auch ja einfach die Situation auch gut beurteilst, dir sehr sicher bist in allen deinen Tun, allen deinen Entscheidungen. Im zwischenmenschlichen Bereich, in der Beziehung kann es halt auch sein, ja, also dass du hier dich besonders solide, als solide erweist in der Partnerschaft und in der Familie. Sehr loyal, sehr treu, aber es läuft auch nach deinen Vorstellungen. Also eine sehr starke Karte und wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, du möchtest diesen schönen, angenehmen, selbstbewussten Zustand auch genießen. Du möchtest voll bei dir sein und auch, ja, einfach das Angenehme im Leben mit deinen Mitmenschen zusammen genießen. Du genießt die Geselligkeit jetzt ganz besonders und hast auch sehr viel Vertrauen in deine Mitmenschen, sehr viel Zuversicht, sehr viel Optimismus zeigt sich in dieser Karte. Die Karten sagen hier an der Stelle, dass du diese positive Energie nutzen solltest, um auch in einigen Bereichen in deinem Leben ein gewisses Fazit zu ziehen, also ein bisschen zu reflektieren, wie diese Angelegenheit oder diese Beziehung oder das Verhältnis zu einem bestimmten Menschen, wie das bisher war und wie dir das jetzt vorkommt. Es könnte sein, dass hier eine Neubewertung, ein neuer Blickwinkel, eine neue Perspektive sehr erfüllend und vorteilhaft für dich sein kann. Ja, zum Ende der Dekade hin wird sich alles sehr entspannt bei dir entwickeln, besonders so ab den 26., 27. Januar.
Stellt sich ein Zustand der Harmonie ein in deinen zwischenmenschlichen Kontakten, ein sehr stabiler Zustand, sehr viel innerer Frieden, eine gute Kommunikation und ja, einfach eine gewisse Gelassenheit. Wir schauen mal, mit welchen Herausforderungen du es bis dahin zu tun hast. Ja, denn es gibt hier schon kleinere Missverständnisse, die am Anfang der Dekade auftauchen könnten. Oder auch ein paar Punkte, mit denen du schon länger unzufrieden bist, die du jetzt besonders stark, also oder die du jetzt besonders gut reflektieren kannst und so auch kommunizieren kannst. Ja, deswegen, also gerade diese grundharmonische Stimmung, diese auch dass du hier sehr selbstbewusst bist und sehr viel Stabilität um dich herum ist, das gibt dir gerade die Gelegenheit, einige Unzufriedenheiten aus den letzten Wochen, die sich einfach in der letzten Zeit ergeben haben, offen anzusprechen. Es sind aber schon auch Themen, die dir Sorge bereiten. Also Themen, die dir Sorgen bereiten, dass wenn du sie ansprichst, es halt nicht so gut laufen könnte. Aber du wirst genau das Gegenteil, die gegenteilige Erfahrung machen. Aber du selber schätzt das eher pessimistisch ein. Und es könnte dann halt bei den einen oder anderen sein, dass man sich nicht traut, diese Themen anzusprechen. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Aber es ist wichtig, ich denke, das ist hier sehr, sehr wichtig, dass du den Mut dafür findest. Und erstens wirst du dadurch auf jeden Fall eine positive Erfahrung machen. Die Karten sehen mir hier schon sehr danach aus. Und zweitens ist es wichtig, damit du diese Themen loslässt. Damit du davon, ja, also, dass du hier etwas loslassen kannst, ne? In dieser Energie kannst du dich nämlich auf eine Art tatsächlich neu erfinden und heilen und regenerieren. Dafür musst du halt aber erstmal irgendwie diese Unzufriedenheiten, die dir auffallen, halt auch offen ansprechen, den Mut dazu finden. Und es könnte dann halt sein, dass es dir dann so vorkommt, als würde das verpuffen, sobald du es ausgesprochen hast. Ja, hier wartet auch ein baldiger Neuanfang, eine regenerative Kraft in deinem Leben, die dich befreien kann von alten Problemen, von alten Trauern, von alten Sorgen. In der Vergangenheit warst du sehr ehrgeizig. Du hast dich auch mit einigen unliebsamen Wahrheiten auseinandergesetzt, die dich als Person betroffen haben. Dazu gehören auch so destruktive Verhaltensmuster gehören oder auch toxische Verhaltensmuster innerhalb einer Beziehung. Du hast dich mit diesen Themen konfrontiert, du hast auch Konsequenzen gezogen. Du warst hier bereit, Licht ins Dunkle zu bringen und Verantwortung für deine Taten und für deine Wesensnatur, für deine Antriebe, für deine Ambitionen zu übernehmen. Das hat dich jetzt hier in diese Situation geführt. Und vielleicht hast du es hier auch noch mit einigen Konsequenzen aus dieser Phase zu tun. Mit dem Teufel kann man auch schnell in eine Situation gelangen, wo man etwas über das Ziel hinausgeschossen ist und eventuell auch einen Fehler begangen hat. Oder dir ist ein Fehlverhalten in dieser Energie aufgefallen. Ja, das hat irgendwie mit dieser Situation zu tun und muss jetzt oder es kann jetzt, sollte jetzt von dir angesprochen werden. Das ist hier sehr positiv. Das, was um dich herum passiert, sind natürliche Wachstumsprozesse, die jetzt ihren Lauf nehmen. Etwas entwickelt sich jetzt gerade, blüht auf.
Ist auch eine gute Karte für die Familie, für familiäre Verbindungen. Wir sind hier auch in einem sehr starken zwischenmenschlichen Bezug. Also diese Situation, in der du dich befindest, empfindest du als sehr vielversprechend und zielführend. Da entsteht Wachstum, da entstehen auch kreative neue Ideen. Kaiser und Kaiserin, ne? Erstaunlich. Ist auch, also wenn du dich in einer Beziehung befindest, eine sehr harmonische Zeit, ne? Sehr innige Zeit. Und das ist ein sehr starkes Paar. Spricht auch von einer wirklich langanhaltenden Beziehung, wenn nicht sogar ewig, ne? Also es passiert heutzutage immer seltener, aber der Bezug ist schon sehr intensiv. Deine intuitive Kraft ist auch sehr stark, dein kreatives Potenzial. Also irgendwas fängt hier an zu blühen und du musst selber gar nicht viel dazu beitragen, denn die Prozesse haben bereits in der Vergangenheit angefangen, ihren Lauf zu nehmen und fangen jetzt an, sich von selbst Dynamik aufzunehmen und sich weiter auszuwirken. Wirklich interessante Karten, interessante Energie. Mit sehr viel Kraft, aber du musst irgendwie gar nicht viel tun. Das zeigt schon diese Karte hier. Neue Ideen kommen, da baut sich in dir etwas auf, ne? Eine neue Weltsicht, ein neuer Blickwinkel, eine neue Perspektive und vielleicht die entscheidende Idee, die du brauchst und die dir hilft. Also, und hier sind wir in der Luftenergie, haben wir Schwerterenergie. Also du kommst hier voll in deine Wesensnatur, in dein Temperament. Das baut sich aber jetzt langsam erst auf, ne? Das ist im Unterbewusstsein. Aber daher kommt auch diese starke intuitive Kraft. Du tust hier schon instinktiv einfach das Richtige, triffst hier gute Entscheidungen und leitest eine große Veränderung ein. Aus irgendeinem Umstand wirst du dich jetzt endgültig befreien und dieser Umstand, also eigentlich, also wenn so, das betrifft, glaube ich, nicht dein Sozialleben, aber es könnte sein, das ist eine be bestimmte Beziehung innerhalb deines sozialen Lebens betrifft, dass alle anderen Verbindungen aber stabil bleiben. Es ist ein Teilbereich deines Lebens wird sich sehr stark umstrukturieren in dieser Dekade. Und du wirst sicherlich diese Veränderung begrüßen, es gutheißen und es teilweise auch selbst einleiten. Und vor allem wird sich das befreiend für dich anfühlen, entlasten. Das kann ein sehr drastischer Schritt sein. Zum Beispiel ein Umzug oder dass du den Job kündigst oder dass du eine Beziehung umstrukturierst oder tatsächlich mit einem Menschen brichst, ne? Also, es kann aber auch sich voll auf deine Routine beziehen, ne? Vielleicht änderst du irgendwas an deiner Routine, an dein Verhalten und das auf sehr radikale Weise. Und das kann ich könnte es mir gut vorstellen, dass dir hier in der Vergangenheit in dieser Energie über diese Exzesse, über diese Extreme aufgefallen ist, was eigentlich so dein wirkliches Problem aktuell ist. In welchen Bereichen deines Lebens du zu toxischen oder destruktiven Verhaltensmustern neigst, dass du jetzt aktuell darüber kommunizierst, darüber reflektierst, aber dass sich hier wirklich was ganz Interessantes Neues daraus ergibt und du dann wirklich entschlossen diesen Teil deines Lebens radikal veränderst. So sieht mir das hier wirklich aus. Das ist sehr zielführend. Und sehr stark und hat viel mit Selbstwert zu tun, ne? Sehr zeigt einfach, dass du es dir wert bist und dass jetzt die Zeit dafür ist und du bist hier sehr, sehr sicher, was du tust. Und hier der Magier, wunderbar. Gestaltungskraft, Tatkraft, Hoffnung, Idealismus. Du bist bereit für diesen Schritt und dir gelingt es wirklich, die Welt nach deinen Vorstellungen zu strukturieren. Du könntest jetzt wirklich vieles in deinem Leben erreichen und es wird dir sogar auch leicht fallen, diese Veränderung
vorzunehmen. Hier im Teufel sind auch manchmal Abhängigkeitsverhältnisse dargestellt. Es ist ja auch wahnsinnig schwierig, sich aus einem abhängig machenden Verhalten zu befreien. Aber du könntest es hier gut schaffen, also mit dieser Energie, sogar sehr gut. Also das ist wirklich begünstigt. Das ist natürlich übertragen auf jegliche Formen von Abhängigkeit. Je nachdem, was dir hier Kopfzerbrechen bereitet. Und ich sehe hier, dass dir das mit einer gewissen Leichtigkeit fallen wird. Und der Magier sagt mir hier noch sogar mit einer spielerischen Kraft, ne? Mit einer spielerischen Freude wirst du diese Situation lösen. Ja, sehr cool. Es freut mich sehr für dich und dein soziales Umfeld. Es hat nichts mit deinem sozialen Umfeld zu tun, glaube ich. Es hat, glaube ich, eher mit der Arbeit zu tun oder mit einem Verhalten dir ganz persönlich gegenüber. Aber dein soziales Leben ist super friedlich, harmonisch, eine super Unterstützung. Du findest hier sehr viel emotionale Geborgenheit, eine konfliktfreie Kommunikation. Das ist sehr, sehr positiv. Und ja, eben das gibt dir einfach den notwendigen Halt, um dich voll und ganz auf diese Veränderung in dein Leben zu konzentrieren. Und du erwartest von dir, dass du sehr viel Ehrgeiz entwickelst. Und du rechnest auch mit Schwierigkeiten, ne? Also du stellst es dir nicht leicht vor, aber es wird leicht. Cool, oder? Ich meine, das ist doch eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Also du unterschätzt die Situation nicht und rechnest vielleicht auch damit, dass du mit den ein oder anderen Menschen in Konflikt geraten könntest, was aber nicht passieren wird. Das sehe ich hier eigentlich eher, es ist eher unwahrscheinlich. Du wirst überrascht sein, wie leicht dir diese Veränderung in dein Leben fallen wird. Ja, das ist wunderschön. Also auch, ja, das Aeon, das zeigt mir, dass du hier dich selbst finden kannst, ne? Dass du dich frei entfalten kannst, dass deine Persönlichkeit wachsen wird und du hier Erfüllung finden wirst. Selbstverwirklichung auf jeden Fall. Ab dem 27. Januar bis zum 30. wird etwas sich neu entwickeln in dein Leben. Diese Veränderung wird eine andere Gestalt annehmen, als du es zunächst erwartest. Es könnte auch eine überraschende Erfahrung sein, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die dazu führen wird, dass du dich freier entfalten kannst, dass du deine Persönlichkeit mehr zeigen kannst, eben dass du dich selbst verwirklichst. Sehr, sehr starke Karten. Wir haben hier so viele große Arcana-Karten an den wichtigen Stellen. Es ist ein sehr wichtiger persönlicher Entwicklungsschritt in deinem Leben und du bist jetzt stark genug dafür. Ich sehe hier so viel Selbstbewusstsein bei dir, so viel Power und da bin ich sehr, sehr gespannt, was sich hier Neues in deinem Leben ergeben wird, lieber Zwilling. Was sagt denn die Mondenergie zu deiner Situation? Geben statt nehmen. Ja, bei den ganzen, also dein soziales Umfeld ist ja super, ist ja doch eine richtige Stütze für dich. Und da sollte man natürlich nicht vergessen, bei so viel persönlichen Struggle, der sich sehr positiv aber zeigen kann, sollte man nicht vergessen, auch etwas von diesen positiven Energien zurückzugeben, ne? Von diesen stabilen Halt. Das ist dann vielleicht eine gute Ergänzung, diese Karte. Aber Fakt ist auch, dass du viel mit dir selber beschäftigt sein wirst. Da geht bei dir einiges und dieser Entwicklungsschritt ist wichtig für dich. Ich sehe hier gar keine andere Hofkarte. Das heißt also schon, dass andere Menschen eine weniger präsente Rolle in dieser Dekade, nur in dieser Dekade, für dich spielen werden. Es geht hier wirklich um dein persönliches Vorankommen, lieber Zwilling. Und da wünsche ich dir alles Gute und dass du diese Energie positiv für dich zu nutzen weißt, dass du das Beste daraus holst und hier wirklich große, wichtige persönliche Fortschritte machen wirst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen?
Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.